Moin Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Arbeitstag von Officer Paletto und seinem... Was für einen Dienstgrad hast du? Ich bin Praktikant. Praktikant Manuel, hallo. Hallo. Leute, wenn ihr Bock habt auf mehr, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich werde mich direkt hier am PC mal ein wenig anmelden, damit wir hier unseren Auftrag bekommen. Ja, ich hack mich rein. Ja, Passwort, Banane. Ja, perfekt. So, Verdächtiger identifiziert. Ah, das ist wohl einer, der handelt mit illegalem Merch. Ach. Das ist illegaler Merch. Sowohl Mini-Paluten als auch Puffis wurden dort gesichtet. Alternativ könnte es auch sein, dass er... Was machst du da? Ich mach Sport gerade. So, komm. Wir versuchen ein bisschen schneller aus dem Ding hier rauszukommen als beim letzten Mal. Ja, Leute, wir sind hier irgendwo in der amerikanischen Welt. Kannst du bitte einmal zurückkommen? Wir haben ein kleines Problem. Du hängst da fest. Alter, bitte join ein. Das Stuhl. Pack den Stuhl weg, also, bitte. Ich setze mich wieder hin. Ja, als ob. Schieb ihn weg, bitte. Ja, du hast mich einfach eingeklemmt. So, okay. Sorge dafür, dass die Straßen sauber bleiben. Das machen wir. Aber erstmal brauchen wir hier Sachen. Moin. Moin. Ich habe hier Ausrüsten. Perfekt. So, Menge, wir müssen jetzt hier ein gutes Vorbild sein. Okay. Also wir dürfen erst schießen, wenn die auch wirklich kriminell sind. Das habe ich aber anders gelernt. Dann hast du ja... Warte mal, ist das hier unser Auto? Nee, ist gesperrt. Ah, wir kriegen wieder den räudigen. Ach, da ist da der Ausgang? Ja, geradeaus durch. Ja, ja, okay. Sehr gut. Komm hier einfach. Ach, da. Ey. Ey, na? Geht's dir? Ja, gut. Weißt du, wie man Auto fährt? Aber du weißt nicht ganz so gut, wie man in Autos einsteigt. Wen suchen wir denn? Sage ich dir gleich, welche Person wir genau suchen. Warte, gab's hier nicht auch eine Ego-Perspektive? Oh. Ups. Oh. Ich bin wieder da. Das ist gut. Ich glaube, du kannst auf M drücken oder so. Ah. Guck mal, ob du irgendwie siehst, was für Leute wir suchen. Ah, ja. Ja? Drogendealer, Merch-Dealer in den Eastern Heights gesichtet. Ah ja, okay. Schwarzer Erwachsener in grünem Tanktop und lilafarbenen Jeans. Okay, grün, merkt ihr, grünes Tanktop? Okay, ja, was ist und das? Schwarze Haare und Ich schreib mir das auf. Ja, aber doch nicht, währenddessen wir Auto fahren. Ja, es ist doch sowieso gerade rot, siehst du doch. So, warte. Ach so. Schwarz-grünes Tank. Okay, ja. Der zweite? Schwarze Haare, Afro-Frisur. Ist das noch der erste oder der zweite? Ich glaube, das ist der erste. Ah ja. Weißer Erwachsener in schwarzem Langarmpullover und orangenfarbenen Jeans. Ah ja, orange Jeans, das merken wir uns einfach. Rote Igel-Frisur. Ah, ja, rote Igel, ja, und weiter? Dann eine weiße Erwachsene. Ja, eine Frau diesmal? In schwarzem Minirock, ja. Weiße Frau, schwarzer Minirock? Ja, und pinkfarbenes Shirt und blonde Haare. Blond. Ich habe alles notiert mit meiner hässlichen Schrift. Ah, da sind einige. Das grün, aber kein grünes Tanktop. Ah, ich bin. Oh, warte. Okay. Jetzt aber. Ja, hey. Hallo. Oh, sorry. Gesundheit. Kommst du wieder rein? Ja, dann fahr ich schon mal weg. Ja, warte, ich habe nur Sport gemacht. Warte. Ja, warte. Wir müssen uns aufteilen. Du gehst zu Fuß und ich werde das Ganze hier im Auto observieren. Ohne rote Igel? Nee. Oh. Oh. Orange. Nee, oranges Oberteil. Nee, Mann, ey. Ich dachte auch, ich hätte eine. Es kann nicht so schwer sein, eine Person zu finden. Nee, vor allem nicht, wenn die so auffällig sind. Das Ding ist, wir brauchen auch nicht mehr viel bis zu unserer Beförderung. Ich bin momentan noch Officer zur Probe. Aber wenn ich jetzt noch bis paar Punkte hole, dann werde ich befördern, kriege ich neue Missionen. Und dann geht's richtig ab. Warte mal, pinkes Oberteil? Ja, blonde Haare. Minirock, schwarzer? Ja. Ich glaube, ich habe sie. Ma'am, was machen Sie hier? Guten Tag. Ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen. Any kind of trouble, officer? Ja, Sie stecken ein bisschen. Lassen Sie mich mal, ich muss Sie mal abtasten. Do you have anything in your possession that doesn't belong to you? No, officer, I'm all clean. Ich bin sauber. Gonna have to check your pockets. Na? Na? Aha! Eine Marihuana-Tüte! Und GP-Merch haben sie hier. Ei. Sofort in den Knast. Sie werden sofort festgenommen. Hey, ja. Just take it easy, okay, officer? Ja.
Bam, guck mal, so macht man das. So, kommt sie bitte einmal abholen. Paletto, der hat ein Gespür dafür. Ich bin ein guter Bulle. Ich glaube, man darf Bulle sagen, oder? Nee. Ist es abwerten? Nee, darf man nicht? Doch. Nicht, Bulle ist doch böse. Nee. Du darfst, ich zitiere hier, du darfst nicht sagen, Scheißbulle. Das da, du darfst nicht wertend sein. Aber Bulle darfst du, glaube ich, sagen. Sehr gut. Ah, da kommen auch gerade die Jungs. Hier vorne. Aber ich muss hier kurz wegfahren. Ich habe das Gefühl, ich werde ihn jetzt gleich finden. Ich spüre das. Ja, das glaube ich auch. Mein Spinnensinn. Du hast schon Spinnensinn. So, hol sie mal kurz jetzt hier ab. Ja, genau, die war's. Also bis dadurch steht es 1:0 für mich. Ich habe hier... Ja, du hast ein Auto. Vor allem ein grünes Tanktop muss so auffällig sein. Ja, und alles genauso wie eine orange Hose. Ja, und ich glaube hier vorne, das sieht wieder so aus wie so ein Umschlagplatz für dich. Oder, ich glaube, da bist du. Ja, dann willst du rein? Ja, hallo. Hallo, steigen Sie ein. Mach ich. Genug Sport für heute. Ich glaube halt, dass die hier so in solchen Sachen drin sind. So Zwischendinger. Oh Gott! Alles gut. Was ist das denn? Das habe ich nicht mit Absicht... Ach komm! Hanna verletzt. Du hast mir wehgetan. Ach, das ist doch lächerlich. Also, sorry, was ist das? Hey, come on. Ich war über so einen Kant und das Auto schießt mit 7... Ey, ohne Witz. So, stopp. Ja. Da ist doch die eine Frau. Die müssen wir jetzt nochmal... Ja, aber haben wir nicht neue Ziele? Nee. Stimmt, sie könnte es sagen. Nee, sie hat keine blonden Haare, oder? Doch. Doch. Die hab ich doch schon mal festgenommen. Ruf die anderen. Ja, ich ruf die Crew. Ruf Thorsten. Ja, Thorsten und die anderen. So, jetzt kommen die anderen. Ja, ich hab da auch ein... Bleib du nochmal hier. Du musst bei ihr bleiben, damit sie abgeholt wird. Ich versuche hier gerade nochmal zu Fuß was zu regeln. Hier könnte zum Beispiel einer sein. Das ist so ein riesiger Platz. Schlecht einsehbar. Da sind die Kriminellen. Hier, guck mal, hier so zwischen. Hier bin ich gesprungen. Jetzt werde ich es jetzt schaffen. Ja, du kannst mich gleich einmal abholen, bitte. Nee. Ich komme zu dir. Wo bist du? Ich glaube, du müsstest mich auf der Map sehen. Ach, da hinten. Junge. Ja. So ein Sprinter. Ich hätte mir halt vorstellen können, dass sie hier in einem Park sind. Welcher Gosse seid ihr? Das frage ich mich auch. Da, ich hab ihn! Ich hab jemanden! Bleiben Sie stehen! Als ob. Stopp! Hallo, ich würde Ihnen gerne eine Frage stellen. Schwarz-grünes Tech-Top und eine lilane Hose, richtig? Yo. Und er hat den Afro. Afro. Informationen prüfen. Ich prüfe erstmal seine Informationen. Er ist Alan Barker. Krimineller! Das ist er. Ich werde ihn erstmal, würde ich gerne sie abtasten. Okay, Officer. Ja. Mal gucken. Aha! Das ist ein Skandal. Sie werden festgenommen. Und jetzt, wehe, du läufst weg. Mini-Paluten aus Asien dabei? Ja, er hat den Mini-Paluten. Das waren Fakes. Da waren nämlich Mini-Paluten war in ein Klumpi gesteckt worden. Krank. Das ist wirklich einfach nur krank. Ganz ehrlich, das finde ich nicht in Ordnung. So, wir brauchen nur noch einen. Den finde ich ganz sicher. Es fehlt nur noch ein weißer... Der rote Igel-Typ. Genau, der rote Igel-Typ. Keine Ahnung, ich sehe halt niemanden. Ich weiß. Ich bin aber auch neu. Du bist noch nicht so erfahren, unsere Streets. Aber der muss ja wirklich irgendwo tatsächlich hier in diesem unteren Gebiet sein. Also, weil hier haben wir doch noch niemanden gefunden, oder? Ich weiß nicht, fahr einfach im Kreis ein bisschen rum. Könnte der denn auch in einem Auto sein? Nee. Aber man kann ja auch Autos... Ich glaube, ich hab ihn. Ich sehe eine orangene Hose. Als ob, wo bist du? Da oben. Ich komm. Ich mach alles an. Ich schlag mit die EP. Ich geb keine dir Backup. Bewegung! Oh Gott, er läuft! Oh nein, er rennt! Er läuft, Daniel! Ich schlag ihn. Wie geht das? Nee, wie kann ich meine... Wie geht das? Wie hol ich das nochmal raus? Tab. Warte. Tab. Oh, ich hab eine Geschwindigkeitsanzeige rausgeholt. du musst da laufen. Ich glaube, ich hab gestern das gleiche getan. Ich wollte aber das Pfefferspray. Lauf ihm hinterher, der rennt. Ich hab den Taser. Ich auch. Einer muss ins Polizeihaus. Ja, hol dir den Wagen. Nee, ich bin doch weiter vorne. Bist du? Ja, ich bin ungefähr gleich. Scheiße, Mengel, wir müssen ihn kriegen, Mann. Nee, jetzt laufe ich, warum sprintet er denn nicht mehr? Oh Mann, bleib stehen. Wir sind von der Polizei. Ja, ich glaube, das hat er verstanden. Er dreht um. Vorsicht, noch nicht schießen. Ja, ich habe Gott sei Dank nicht getroffen, okay. Genau. Halt ihn kurz so. Ja. Halt ihn weiter im Schach. Mach ich. Ja, wär's mal nicht weggerannt, ne? Abtasten. Achso, nee, ich taste mich du ab. Du taste dich selbst. Warte. Ich will ihn irgendwie... Nee, es bleibt doch stehen. Man kann irgendwie dann mit ihm reden. Hallo. Irgendwie
das? Irgendwie, warte mal, irgendwie. Ah, eh. Keine Bewegung. Ah ja, sehr gut. Information prüfen. Ja, genau. Prüf seine Information. Ah, Herr Burke heißt er. Abtasten. Ja, was hast du dabei? Hä? Hast du irgendwas vielleicht in der Tasche? Ich wünschte, sie würden das nicht tun. Ja, ist mir egal. Oh, oh. Was ist das denn da? Was hat er da? Ist das etwa Mini-Paluten in den Mini-Paluten? Nicht mit mir. Nimm sie fest. Sehr die gut. Gehen 70 Jahre ins Gefängnis. Und ein weiteres Mal haben wir den Tag gerettet. Ei, ei, ei. Und das hat tatsächlich nur 36 Minuten gedauert. Thorsten ist wieder da. Wunderbar. Soll ich das Auto holen? Ja, hol's. Nee, wir laufen nicht zurück. Ja, Junge, ich muss jetzt noch mal eine halbe Stunde laufen. Ja, wie weit weg ist denn das? Mega. Ich weiß, ich lauf zurück. Ey, ich bin daran fünfmal vorbeigefahren, ach, ne? Ja, wie der wirklich da am Rande stand. Du hast Thorsten schon abgeholt? Nee. Ah, bist du das? Nee, doch, das bin ich. Da, Thorsten, er rennt, ich seh ihn. Da hinten. Oh nein, aber Thorsten hängt fest. Nein. Oh mein Gott, hier ist wirklich eine unsichtbare Wand. Thorsten. Scheiße. Ey, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Warte, ich hab eine Idee. Nein, du kannst niemanden schieben. Warte, Thorsten ist jetzt plötzlich, er ist weiter nach rechts geslidet, glaube ich. Ja, das ist noch schlimmer. Warte, guck mal zu Thorsten. Lol, es geht. Ja. Ich hab Thorsten Alter, gerettet. Du bist Thorsten. Warte, Thorsten, ich krieg dich. Ganz langsam schieben. Oh nein. Oh nein. Das Auto steckt fest. Oh nein. Thorsten, jetzt geh doch. Jetzt häng ich auch. Schieß Thorsten einmal. Wenn ich Thorsten taser, dann haben wir verloren. Ja, kann sein. Vielleicht können wir in Thorstens Auto einsteigen. Und mit Thorstens Auto stecken. Nein, hast du uns. Nein, nicht. Ah, perfekt. Ja, warte, wir gucken, ob wir mit Thorstens Auto Thorsten. Ah, nee, da sitzt jemand drin, ne? Ey! Spiel! Wir wollen die Punkte mitnehmen. Ist uns jetzt egal. Wir machen Schichtende. Schicht beenden? Doch, ich kann die Schicht beenden. Ja, aber wir sind nicht fertig. Ja, scheiß drauf. Wir kriegen die nicht mehr. Wir haben es doch geschafft. Ja, wir kriegen es trotzdem nicht. Ja, ich bin mir sicher. Deine Schicht ist vorbei. Kehre jetzt zu deinem Schreibtisch. Nein. Oh, nein. Ah, doch. Ah, warte, wir werden geportet. Oh, nee. Thorsten und... Der Gefangene wurden weggeportet. So Leute, das war's mit einer kleinen Runde vom Polizeisimulator. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Schaut unbedingt bei German Let's Play vorbei. Der ist hier verlinkt. Und habt alle noch einen traumhaften Tag. Danke fürs Zusehen. Haut rein. Tschüss.